So my name is Sonja Eismann. I am one of the project coordinators of this wonderful project. I'm also one of the editors of the final book that you can see here in its English version. There's also a German version. And I'm going to tell you a little bit about the project first, and Urvashi Buthalia, the publisher of Zuban Books, of this wonderful version, will also tell you a little bit about her involvement in the project. And then we'll have three project presentations by the six artists gathered on the screen here. And then there will be a short discussion and also an opportunity for you to ask your questions. So let me start with showing you some slides of the first presentation. Okay, so that was too fast. Okay, so this was the design that we came up with before the project even started, or in the very beginning of the project, is by an Indonesian artist, Mariska Suryakarna. And in the year 2020, we launched an open call for for comics on indigenous feminisms from the Global South, and that was the flyer for the project. And actually, the project had started before, and we didn't even know it then. But one of the one of the things that it came out of was a trip to Berlin, also of a group of Southeast Asian feminist activists and Australian New Zealand feminist activists. And you can see us on the terrace of the FFBEZ. It's a feminist archive in Berlin. And this led to a lot of questions about feminist movements being archived and what gets written about, what gets kept, what is taught maybe in schools or most likely not. And then we had a follow-up meeting in the Goethe Institute of Jakarta in 2019, half a year later. And we gathered ideas to make this wonderful meeting and exchange of activists. Dieses wunderbare Projekt für etwas nachhaltigere Arbeit zu starten. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können von Ihren Sitzen aus. Sie sehen hier oben, zweites von links, ein eiförmige Bubble. Da geht es um ein Comicbuch und eine Anthologie mit Comics zu spezifisch feministischen Themen. Es gab auch ganz viele andere wunderbare Ideen, aber natürlich sind die finanziellen Möglichkeiten doch immer begrenzt. Und letztendlich waren wir eben glücklich, dass wir eine Finanzierung für dieses eine Projekt bekommen haben. Das Goethe-Institut hat eine Finanzierung uns ermöglicht, und dann haben wir eben diesen offenen Aufruf gestartet, wo wir eben nach Comic-Zeichnerinnen und Schreiberinnen gefragt haben, die über indigene feministische Bewegungen einen Comic schreiben. Dann haben wir 218 Bewerbungen bekommen, eine unglaubliche Zahl, 325 Bewerberinnen insgesamt in 42 Ländern. Natürlich war es nicht möglich, alle diese Geschichten zu publizieren. Das hätten wir gerne gemacht, weil es ganz wunderbare Ideen waren. Aber wir haben eine Jury gebildet, die sich mit diesen ganzen Bewerbungen befasst hat und ausgewählt hat, welche am besten für das Projekt geeignet waren. Hier ist Urvashi Buthalia, die auch heute auf der Bühne sitzt, von Zuban Books. Dann Aua Mendes, transfeministische und eine Künstlerin aus Brasilien, die Straßengraffiti-Kunst macht. Und dann Johann Ulrich, der ein alternativer Publizist, Herausgeber hier aus Berlin ist. Und dann Ingo Schöning vom Goethe-Institut Jakarta, Maya auch aus Jakarta und ich selbst als Freelance-Arbeiterin. Also letztendlich hatten wir vor, 10 Geschichten im Druck zu veröffentlichen, aber es gab so viele wunderbare Geschichten, dass wir entschieden haben, einen Teil des Budgets dafür zu verwenden, auch online Geschichten zu veröffentlichen. Also insgesamt sind es nun 16 Geschichten geworden, die ausgewählt wurden. Welches waren die Auswahlkriterien für diese
Geschichten natürlich die künstlerische Qualität und was die Menschen vorher gemacht hatten. Wir wollten jetzt nicht so ein super berühmtes Comicbuch machen. Also wir wollten originelle oder innovative Ansätze im Hinblick auf Comics veröffentlichen. Und da gab es einige Bewerberinnen, die nur Illustrationen gemacht hatten oder auch kleinere Comicbücher. Also wir wollten einen sehr originellen Ansatz fördern und dann wollten sie natürlich alle Teil dieses spezifischen Projektes sein. Die Relevanz der Bewegungen dieser Protagonistinnen war wichtig als Auswahlkriterium und wir wollten ein gutes Gleichgewicht der Regionen und auch des Fokus der Geschichten haben, sowie die Zeitperioden. Das war ganz schwierig bei nur 16 Geschichten. Wir haben versucht, doch wirklich die verschiedensten Regionen auch wieder zu spiegeln in unserer Publikation. Dann hatten wir die letztendliche Auswahl eben hier, 16 Geschichten insgesamt. Einige haben zu zweit gearbeitet. Es gab insgesamt dann 32 Teilnehmerinnen aus 14 verschiedenen Ländern. Die sind hier aufgezählt. Argentinien, Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Chile, Peru, Ecuador, Mexiko, Philippinen, Vietnam, Thailand, Indien, Pakistan und Nepal. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir nicht nur einen oder zwei, sondern drei Herausgeber gefunden haben, eben Suban Books aus New Delhi. Das ist die englische Version, Jaya Verlag hier aus Berlin mit der deutschen Ausgabe und Drawn and Quarterly aus Nordamerika, Montreal, eine weitere englische Ausgabe für den nordamerikanischen Markt. Um einen kurzen Überblick zu den Geschichten zu geben oder der Umfang dieses Projektes, wie viele verschiedene Dinge abgedeckt wurden und wunderbar unterschiedlich die Stile dieser verschiedensten Comics sind, habe ich jetzt von der Webseite die Titelblätter kopiert. Man kann die natürlich alle auf der Webseite finden und auch kostenlos auf der Goethe-Webseite herunterladen. Man sollte aber natürlich auch die feministischen Herausgeberinnen dadurch finanziell unterstützen, dass man die Bücher kauft. Hier ist es ein kurzer Überblick. Ich muss jetzt ganz schnell durchgehen, weil meine Zeit schon abgelaufen ist. Aber noch ganz kurz zum Schluss. Es ist eine große Bandbreite verschiedenster Themen, aber es gibt 5 Hauptthemen. Ökologie, Bildung, sexuelle Rechte, LGBTIQA+-Bewegungen, Arbeitsbedingungen und das Weitergeben von Traditionen. Das sind wir alle bei einem Zoom-Call und es gab ganz viele Herausforderungen, aber darüber sprechen wir gleich noch im Detail. Und jetzt zeige ich noch einmal die 3 Ausgaben und übergebe sofort an Washi. Und ich bin sehr, sehr neugierig, was sie dazu geführt hat, dass sie sich für das Projekt interessiert hat und das Buch herausgegeben hat. Du. Vielen Dank an euch alle, dass ihr einen Beitrag geleistet habt zu diesem Projekt und auch vor allem vielen Dank auch an das Goethe-Institut, dass wir auch daran teilnehmen dürfen. Im Leben einer feministischen Verlegerin passiert es häufig immer, dass man eine Idee für ein Buch hat. Und manchmal merkt man dann, dass das genau das ist, was man auch machen möchte, weil das genau damit zu tun hat, an all das, was man glaubt und woran man sich beteiligen möchte. Und dieses Projekt war eben auch eine solche Idee. Wir sind sehr froh und wissen auch, dass wir das Privileg hatten, dass wir mit dem Goethe-Institut in Indonesien die Möglichkeit hatten, dass nicht nur ich hier Teil der Jury war, sondern dass wir das auch einer der Verlagshäuser dieses Projekt sein konnten. Es hat uns an diesem Projekt interessiert, dass es die verschiedenen feministischen Bewegungen im globalen Süden zeigt und unterstützt. Und es ging nämlich auch hier um die Rechte der Aktivistinnen, auch die große Vielfalt an Geschichten in diesem Projekt war auch sehr interessant für uns. Ich glaube, dass wir sehr viele erfahren und entdeckt haben während des ganzen Projekts. Natürlich sprechen wir alle über globalen Feminismus, aber oft haben wir nur Kontakt mit Menschen, die wir kennen. Aber mit diesen Geschichten, die wir in diesem Buch jetzt haben, haben wir die Möglichkeit, Sprache auf verschiedene Art und Weise zu nutzen. Also ein Wort, das in einem Bezug vielleicht oder in einem Kontext vielleicht eine Beleidigung ist, war in einem anderen Kontext dann komplett normal. Wir hatten sehr viele Diskussionen, Debatten über Sprache und wie die Sprache in verschiedener Art und Weise funktioniert. Eine Entdeckung, die wir hatten, war eben hier die Entdeckung von A. Philip
Press, Gantada Press. Das ist auch ein weiterer Verlag. Das ist dieser Verlag in den Philippinen. Das ist eine neue Partnerschaft, die wir haben, die wir jetzt in diesem Rahmen geschaffen haben. Und die Kreativität der KünstlerInnen und die verschiedenen Stile und Methoden, die man hier auf den verschiedenen Covern sehen kann, in den verschiedenen Ausgaben. Also es gibt sehr viele verschiedene Arten und Möglichkeiten, diese Probleme und Herausforderungen anzugehen. Gestern habe ich ja bereits schon erwähnt, dass es sich hier um eine feministische Untersuchung unserer eigenen Geschichte handelt oder unserer Geschichtin. Also es geht hier nicht darum, Unterschiede zu vertuschen, sondern dass wir uns die Geschichte anschauen und auch daraus lernen. Und auch die Methoden, mit denen wir gearbeitet haben, waren sehr interessant für uns. Wir hatten sehr viele verschiedene Debatten und Diskussionen, in denen wir Arten und Weisen gefunden haben, auf die wir zusammen gemeinsam arbeiten können. Und das ist für uns auch eine sehr wertvolle Entdeckung. Denn als feministische Verlegerin geht es nicht nur darum, die Inhalte herauszugeben, sondern auch, wie man das tut, wie man Beziehungen bildet, nicht nur zu den SchriftstellerInnen, sondern auch alle, die an diesem Projekt beteiligt sind. In meinem Büro waren wir alle ständig aufgeregt, was dieses Projekt angeht, aber wir waren gleichzeitig auch ständig frustriert, weil wir natürlich mit Dateien arbeiten mussten, die per Internet übertragen wurden und teilweise wurden die beschädigt. Und teilweise wurde zum Beispiel, haben sich die Schriftzüge ein bisschen verschoben und so weiter und so fort. Feministinnen, ja, oder der Feminismus teilt Ideen, aber stiehlt auch Ideen. Also wir haben auch beschlossen, diese Idee sozusagen selbst zu stehlen und sind nun in den nächsten paar Jahren an einem Projekt beteiligt, das von dem Goethe-Institut in Indien unterstützt wird. Und es geht hier um eine grafische Darstellung der indischen Frauenbewegung oder 100 Jahre der indischen Frauenbewegung. Ich habe mich schon dazu entschlossen, die indische Story, die wir hier in diesem Buch auch haben und von der wir bald hören werden, diese Geschichte werden wir wahrscheinlich nehmen. Und ich glaube, dass sie sich darüber freuen. Und ja, also deswegen kommen aus diesen Projekten viele weitere Projekte hervor. Und deswegen war es für uns ein unglaublich wichtiges Projekt. Vielen herzlichen Dank, Uwashi, dass du diese Erfahrung mit uns hier geteilt hast. Und vielen Dank, dass du an diesem Projekt teilgenommen hast. Das ist wirklich ein sehr wertvolles Projekt. Aber jetzt beginnen wir mit der ersten Geschichte und der Vorstellung der ersten Präsentation von Maitri Doro und Ritika Revati Subramanian. Ich werde die Biografien relativ kurz halten. Maitri ist Architektin und Freelance-Illustratorin aus Mumbai in Indien und momentan macht sie ein PhD in Cultural Heritage Conservation an der Universität Göteborg in Schweden und Ritika ist Journalistin und Forscherin aus Mumbai. Derzeit macht sie einen PhD in Gender Studies als Gates Cambridge Scholar an der Universität Cambridge. Und vielleicht könnt ihr dem Publikum diese tolle Ausgabe zeigen. Die Geschichte heißt Regentropfen in der Dürre. Und nun übergebe ich euch das Wort. Hallo alle miteinander. Maitri und ich fühlen uns sehr geehrt und wir sind auch sehr froh, dass wir heute hier sein dürfen. Unsere Arbeit, die wir heute hier vorstellen möchten, ist ein Buch, an dem wir gearbeitet haben. Und das heißt auf Deutsch Regentropfen in der Dürre. Und wir werden über unsere Protagonistin sprechen, Godavari Dangi. Und bevor wir hier anfangen und über die spezifischen Details unseres Projekts sprechen und darüber, wie wir feministisch aktiv sind, möchten wir euch eine Übersicht darüber geben, wie Godavari Dangri feministisch aktiv ist, aber auch eine Vorstellung der Region, in der die Geschichte handelt. Frauen machen mehr als 50% der Arbeitskraft in der Landwirtschaft in Indien aus. Also sie arbeiten auf Familienfarms, kleinen Parzellen, aber oft werden sie als Arbeiterinnen nicht anerkannt. Sie werden nur geringfügig bezahlt
und werden auch marginalisiert von den Märkten, den Staaten, der Familie und so weiter und so fort. Und vor diesem Hintergrund gibt es eben unsere Protagonistin Godavari Dangi, eine feministische Führungskraft und auch eine Farmerin in Indien, in der Region Gandhara. Beziehungsweise in der Region Marathwada. Können wir jetzt zu der nächsten Folie übergehen? Also die Region Marathwada ist hier braun dargestellt auf der Karte. Im westlichen Teil des Maharashtra-Staats in Indien, das ist der wohlhabendste Staat des Landes. Marathwada ist eine Region mit einer der niedrigsten Indikatoren für menschliche Entwicklung in Indien. Diese Region ist auch als Land des Durstes bekannt. Sie ist das Epizentrum der Agrarkrise in Indien. Die Müttersterblichkeitsrate und die Kindersterblichkeitsrate ist sehr hoch, sowie auch die Schulabbrecherquote und noch viele weitere Indikatoren. Der Grund dafür ist natürlich Dürre, denn in dieser Region herrscht oft Dürre und die Verfügbarkeit von Wasser ist auch die Grundlage der lokalen Wirtschaft. Und unsere Protagonistin Godavari Dangi wurde in dieser Region geboren, ein paar Jahre nach der Dürre im Jahre 1972. Das war eine der schlimmsten Dürren, die es in dieser Region gegeben hat. Sie hat mit 13 die Schule abgebrochen, wurde mit 16 verheiratet und als sie dann 19 war, war sie verwitwet und hatte 2 Kinder. Das sind natürlich traurige persönliche Umstände und aufgrund dieser persönlichen Umstände, aber aufgrund des Kontextes der Region mit der Dürre und der hohen Schuldenquote dieser Region und aufgrund dieser Umstände hat Godavari Dangi war feministisch auf eine Art und Weise aktiv, die sehr spezifisch für ihre Umstände war. Sie hat sich dann mit anderen Frauen getroffen, die auch in der Landwirtschaft aktiv waren und haben eine Organisation gegründet und eine Bewegung. Sie hat mit einer Freundin zusammen entschlossen, dass sie sicherstellen wollten, dass alle Menschen in dieser Region auch zu essen haben. Deswegen war die Ernährungssicherheit ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Zusätzlich sollte auch sichergestellt werden, dass diese Dürre auch gegen diese Dürre angegangen wird, die auch einen großen Einfluss auf die Ernährungssicherheit hatte. Am Anfang waren sie 6 oder 7 Frauen und mit den Jahren kam es dann dazu, dass diese nachhaltige Landwirtschaft oder nachhaltige Bewirtschaftung des Land zu einer wahren Bewegung mit mehr als 60.000 Frauen in dieser Region geworden ist, die diese Art der Landwirtschaft nun unternehmen. Wir werden später noch einmal mehr über das nachhaltige Landwirtschaft sprechen, aber nun, das war nur, um ein bisschen einen Hintergrund zu geben, was Godavari Dangi bewegt hat. Sie wollte, dass Frauen, weibliche Landwirtinnen auch anerkannt werden und der Klimawandel und dass auch hier der Klimawandel als wirklich grundlegendes Problem anerkannt wird. Und Maitri wird uns nun durch den Prozess führen. Wir wollten diese Geschichte mit anderen teilen, weil in den Medien auch national, aber auch international dem nicht viel Aufmerksamkeit beigemessen wurde. Godavari Dangi hat wirklich einen großartigen Charakter, denn trotz ihrer tragischen persönlichen Umstände wollte sie anderen Frauen helfen, ihre eigenen Probleme zu überwinden. Und auf praktischer Ebene war es so, dass sie in der Nähe von Mumbai eben lebte. Deswegen war es einfach für uns, sie zu besuchen. Und wir konnten auf Marathi mit ihr Interviews führen. Während der Pandemie war es auch einfach, dort sie zu besuchen. Wir gingen dort zwischen den verschiedenen Pandemiewellen zu ihr, um mit ihr zu sprechen. Also es war für uns einfach zu erreichen. Wir haben dann versucht, die Vorgehensweise so partizipativ wie möglich zu gestalten. Denn wir wissen natürlich, dass wir aus einer gewissen sozialen Schicht kommen, aus einer großen Stadt, und wir wollten sicherstellen, dass sie ihre Geschichte mit ihrer eigenen Stimme erzählen konnte, auf eine Art und Weise, die sie als geeignet empfindet. Also wir haben
Wir sind dann, wir haben mit denen gesprochen, mit denen sie dachte, dass wir sprechen wollten, die Personen, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Also wir hatten kein strukturiertes, vorgefertigtes Formular oder bestimmte Punkte, die wir ansprechen wollten, sondern wir sind einfach mit dem Flow gegangen und hatten unstrukturierte Unterhaltung mit diesen Menschen vor Ort. Also wir haben unglaublich viele Interviews mit Gudda Vedidankari selbst durchgeführt, aber auch mit ihren FreundInnen, mit ihrer Familie, mit ihren Kolleginnen, die auch bei dieser NGO, für die NGO tätig sind, mit, für die sie arbeiten. Wir haben dann Fotos gemacht und auch diese Geschichten dokumentiert. Wir haben alle Details dokumentiert von ihrem Haus zum Beispiel. Zum Beispiel die Töpfe, die sie benutzt und die Pfannen und die Art und Weise, wie ihr Zuhause organisiert ist. Auch die Zahnpasta und den Zahnpastahalter, wie dieser an der Wand hängt und ihre Handtasche. All das war für uns unglaublich wichtig, um diese Geschichte auch authentisch zu machen, aber auch so, dass andere Leute sich damit identifizieren können, aber sie trotzdem diese Geschichte so nah wie möglich in der Wirklichkeit zu halten. Wir wollten diesen Ansatz partizipatorisch gestalten. Also wir hatten eine WhatsApp-Gruppe mit ihr, also wir beide und sie waren in dieser Gruppe, also wir hatten einen konstanten Informationsfluss zwischen uns allen. Wir haben dann teilweise Bleistiftskizzen mit ihr gezeigt, geteilt und sie hat dann gesagt, naja, es war eigentlich so und nicht so. Und haben uns dann auch, sie hat uns dann teilweise auch mehr Informationen gegeben, wenn wir sie danach gefragt haben. Manchmal haben wir sie zum Beispiel, sie haben sie zum Beispiel einmal gefragt, na, wie hast du dein Haar getragen, als du geheiratet hast? Und dann hat sie uns dieses Foto geschickt, wo wir das genau sehen konnten, wie sie damals aussah. Also ja, dieser Prozess dauerte ungefähr 2 Jahre. Das war eine wirklich sehr immersive Erfahrung für uns beide. Also wir haben diese Geschichte aus den Interviews rekonstruiert. Wir haben den Dialog auch direkt von dem genommen, was sie uns gesagt haben oder die Personen, die wir interviewt haben. Also wir wollten, dass die Geschichte so nah wie möglich an ihrer eigenen Stimme dran ist. Wir wollten auch ein Gleichgewicht haben zwischen den Bildern und dem Text, und zwar um sicherzustellen, dass es nicht so viel Text gibt oder viel mehr Text als Bilder, weil wir natürlich auch wollten, dass die Bilder auch sprachliche Barrieren überwinden könnten, dass die Geschichte dann eben auch einfacher zugänglicher ist. Deswegen wollten wir, dass der Text einfach zu folgen ist und nicht repetitiv ist. Das war unser Ansatz. Hier nur ein paar Bilder von unserem Projekt. Das ist Gudda Vedidankari. Einmal ein Foto und einmal unsere illustrierte Version. Das ist Anita Kulkarni, ihre Mentorin, und sie hat sie in ihren frühen Jahren stark beeinflusst und hat sie auch herangeführt an die Tradition der nachhaltigen Landwirtschaft. Sie kommt auch in dem Buch vor, aber auch in dem Film, den wir zeigen werden. Das ist Arjana Bunsi, ihre beste Freundin, auch eine starke Frau. Sie war die erste weibliche Postbotin in diesem Distrikt. Dann Nazim Shakir, eine Kollegin in der Organisation Swayam Shikshan Prayog. Sie arbeitet auch mit Gudda Vedidankari in dieser Organisation. Und das ist ihr verstorbener Ehemann, der gestorben ist in einem Unfall, als sie 21 Jahre war. Und nun werde ich wieder an Ritika zurückgeben. Ja, die Reise des Buches war sehr interessant und auch danach. Also wir haben einen ganzen Kreislauf durchlaufen, und in diesem Projekt sind wir in verschiedenen regionalen und nationalen Publikationen aufgetaucht. Und es war ein teilnehmender Ansatz, den wir verfolgt haben. Das heißt, wir haben natürlich ganz eng mit Gudda Vedidankari zusammengearbeitet. Und das ist sehr, sehr stark überall in der Presse besprochen worden. Es war etwas, was organisch sich ergeben hat. Und noch interessanter, das Buch hat eine Reise gemacht zurück nach Maratwala. Und eine der wichtigen Prozesse war, dass wir auch Interviews führen wollten, wie sie ihre Geschichte erzählen wollte. Das heißt, sie hat entschieden, mit wem sie dort in der Region wieder Interviews führen wollte. Und das war ganz interessant. Sie hat sich dann mit den verschiedenen auch öffentlichen Gremien in diesem Bereich zu tun gehabt. Und das Buch wurde dort offiziell
herausgebracht, ging durch die verschiedenen politischen Ebenen, zum Beispiel im Bereich des Departments für Agrikultur, also Landwirtschaft und Erziehung, und hat die verschiedenen auch politischen Persönlichkeiten erreicht. Und das ist ganz wichtig. Also es war sehr, sehr überwältigend, auch für uns, dass das Buch auch auf der politischen Ebene so gut angekommen ist. Und es war sehr, sehr wichtig für uns. Also das ist das Foto hier. Das Buch ist also zurück zu den Wurzeln gegangen. Wir sehen hier die Übergabe. Sie hat über die Comics, über die Bilder dieses Buch eben auch lesen können, obwohl sie Analphabetin ist. Um das Ganze zu beenden, um den ganzen Prozess eben weiterzuführen und auch das ganze Buch zugänglicher zu machen, haben wir das ganze Buch noch einmal in einen Animationsfilm überführt. Und wir zeigen jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Film. Und wir hoffen, dass wir über WhatsApp und andere lokale Medien eben noch mehr Menschen an diese Geschichte heranführen können, die dann eben vielleicht nicht diese Comics lesen oder anschauen können, sondern sich den Film anschauen. So, jetzt kommt ein Ausschnitt aus diesem Film. साली मराठवाड्यात पुन्हा दुष्काळ पडला. शेतीसाठी अगदी कमी पाणी होतं. श्रीमंत आणि मोठे शेतकरी नगदी पीक जगवण्यासाठी अगदी खोलपर्यंत बोर घ्यायला लागले. येत्या वर्षात अनिश्चितता, नुकसान आणि भूक यांचा सामना करावा लागणार हे आम्हा महिलांना स्पष्ट दिसत होतं. कुलकर्णीताईचं हे शब्द माझ्या कानामध्ये नेहमी घुमत होते. अन्नधान्य पिकवण्यासाठी महिला तयार करणं हे माझ्यासाठी खूप कठीण होतं. त्यांचे नवरे त्यांना जमिनीतला अर्धा एकर तुकडाही देण्यासाठी तयार नव्हते. मला फक्त एकच व्यक्ती माहीत होती, ती माझ्यावर पूर्ण विश्वास ठेवल अशी माझी मैत्रीण अर्चना. अर्चनाने तिच्या जमिनीत मिश्र पीक घ्यायला सुरुवात केली. ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये आणि पालेभाज्या थोड्या पाण्यावरही ती पिकं चांगली तयार व्हायची. ही गोष्ट जशी जशी पसरली, सगळ्यांना माहिती झाली, तशी तशी इतर महिलाही त्याच्या छोट्या जमिनीच्या तुकड्यावरती पिकं घ्यायला पुढे येऊ लागली. उस्मानाबादच्या कृषी विज्ञान केंद्रातल्या वैज्ञानिकांना आम्ही वेळोवेळी बोलायचं, कमी पाणी वापरून शेतातून चांगलं पीक कसं मिळवायचं, त्याच्या पद्धती कशा आहेत त्यांनी सांगितल्या. त्यांच्या सल्ल्यानं आम्ही शेतकरी ज्यांच्या जमिनीच्या तुकड्यात ठिबक सिंचन, पाणी शिपडणारे फवारे वगैरे वापरून शेती करू लागलो. आमच्या शेतकरी महिलांना आता दुष्काळाची भीती वाटेनाशी झाली. प्रयोगशाळेतून आमचं मॉडेल प्रत्यक्ष जमिनीवर आल्यावर किती यशस्वी झालं हे सर्वांच्या डोळ्यासमोर दिसायला लागलं. अशा प्रकारे अनेक वर्ष काम केल्यानंतर स्थानिक हवामानाचे पॅटर्न आणि महिलांवर होणारे सामाजिक दबाव याचा विचार करून आम्ही वनेकर मॉडेल बनवलं. त्यामध्ये 36 प्रकारची कोरडवाहू आणि अल्पकाळात तयार होणारी पिकं अर्धा ते एक एकर जमिनीवर घेतली जायची. पालेभाज्या, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये आणि ऋतूनुसार आम्ही वेगवेगळी बियाणे वापरायचं. आमचं उद्दिष्ट एकच होतं की सर्वांना वर्षभरात चांगलं सकस आणि पौष्टिक खायला मिळायला पाहिजे. पण सगळ्या महिलांना हे करणं सोपं नव्हतं. गावातले उच्च जातीचे जे मुख्य पुरुष आहेत, फारशी मदत न करणारे सरकारी अधिकारी आणि घरात मारझोड करणारे नवरे या सर्वांना तोंड द्यायचं लागत होते. वनेकर मॉडेलची जी खरी परीक्षा होती ती 2012 दुष्काळात झाली. मराठवाड्यात 40 वर्षात झाला नव्हता
असा दुष्काळ या वर्षी परत पडला. शेतीसाठी सोडाच प्यायलाही पाण्याचा थेंब नव्हता. शासनाने पाठवलेले टँकर आणि खाजगी पाणी विकणारे यांच्यावर आमची मिस्त होती. येणारा प्रत्येक दिवस आमच्यासाठी एक आव्हान होता. या दुष्काळात नगदी पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान झालं. शेतात उभा असलेला ऊस सुकून गेला. कर्जबाजारी झाल्यामुळं अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. पण त्याच काळात आमच्या महिला शेतकरी तगून राहिल्या. मला खूप आनंद याचा झाला की आमच्या अनेक शेतकरी महिला आता स्थानिक पातळीवर लीडर बनून लागल्या. त्यांनी इतर शेतकऱ्यांना आमचं वनेकर मॉडेल स्वीकारून शेती करायला प्रवृत्त केलं. पुरुषांनाही अन्नधान्य पिकवायचं महत्त्व पटवून दिलं. ते आम्हाला पाठिंबा देऊ लागले. आम्ही या महिलांना सरकारी योजना आणि सबसिडीवर याचा लाभ मिळवून दिला आणि स्थानिक बाजारात विक्री करण्यासाठी मदत केली. त्यामुळं महिलांची मिळकत आणि बचत खूप वाढायला लागली. 2007 7 शेतकऱ्यांनी सुरू केलेलं हे मॉडेल 60,000 महिला शेतकऱ्यांनी स्वीकारलं आणि त्यानुसार त्या शेती करत आहेत. स्थानिक पातळीवर मिळालेलं हे यश या क्षेत्रातल्या संस्था आणि जगभरात काम करणाऱ्या कार्यकर्ते यांना सांगण्याची मला संधी मिळाली. इतर देशांमध्ये लोक क्लायमेट चेंज म्हणजे हवामान बदलातला सामना कसा करतायत हे त्यांच्याकडून शिकायला मिळालं. गेल्या 10 मी 17 देशात फिरले. मी विमानातून प्रवास करताना खाली पाहतच राहायचे. गंधोरा गावातल्या महिला शेतकऱ्यांनी कष्टाने आणि हिमतीने पिकवलेली हिरवीगार शेत दिसतीये का म्हणून बघतच राहायचे. आम्ही शेतकरी महिला या प्रवासामध्ये खूप पुढे आलो आहोत. पण अजून बरीच लढाई बाकी आहे. वनेकर मॉडेल गावागावामध्ये पोचायला हवं. प्रत्येक घरातल्या बायकांना उत्पादक आणि जमिनीचा मालक म्हणून ओळख व्हायला हवी. एकत्रित काम केलं तर हे नक्की शक्य होईल. माझं नाव गोदावरी आहे आणि मी नदीसारखी वाहतच राहणार आहे. Vielen, vielen herzlichen Dank, Retika und Maitri. Es ist wirklich eine wunderschöne und bewegende Geschichte und es ist fantastisch, dass Godavari auch sich angeboten hat, die Sprecherin zu sein dieses Films. Das heißt, sie war eben auch auf diese Art und Weise Teil des Projektes und hat eine Rolle gespielt. Ja, und nun machen wir weiter mit dem nächsten Comic. Let the River Flow Free aus den Philippinen. Und die Einführung sollte hier sehr kurz sein. Nina Martinez ist Illustratorin aus Manila. Sie hat ihren Abschluss an der Universität der Philippinen gemacht im Bereich visuelle Kommunikation. Und Faye Cora ist Schreiberin, Illustratorin und Herausgeberin. Sie hat ebenfalls in Manila in den Philippinen gearbeitet und sie berichten jetzt beide über ihr Projekt, ihre Geschichte. Ja, hallo, einen schönen guten Tag. In unserem Comic geht es um den Kampf der indigenen Frauen und Männer der Kalinga-Provinz im Norden der Philippinen in den 1970er Jahren, als sie dagegen gekämpft haben, dass der Chicureo-Damm, Staudamm gebaut werden sollte. Es ist ein Staudamm, der von der Weltbank mitfinanziert werden sollte. Und damals war es der Diktator Marcos, der diesen Damm bauen wollte in der Region. Das heißt, die Gemeinden dort haben sich zusammengeschlossen, haben Protestaktionen gestartet und haben gesprochen mit den Offiziellen, mit all denen, die auch aus der internationalen Gemeinschaft vielleicht in diesem Kampf gegen diesen Staudamm unterstützen konnten. Das heißt, damit waren sie in der Lage zu verhindern, dass dieser Staudamm gebaut wurde. Und das war ein großer Sieg.
für alle indigenen Gruppen, die dort beteiligt waren. Und für die Philippinen war das eben auch ein großer, großer Erfolg. Das heißt, wir zeigen jetzt einen kurzen Dokumentarfilm, wo drei der Hauptprotagonisten im Comic vorgestellt werden. Und dann spreche ich ein bisschen über die politische Situation auf den Philippinen, einfach um den Kontext der Geschichte ein bisschen Ihnen mitzuteilen. Und dann sprechen wir über die Art und Weise, wie dieser Comic entstanden ist. Ein kurzer Film, bitte. There's no audio. Sollte jetzt eigentlich auch einen Ton dazu geben? Da ist normalerweise auch Ton bei dem Film. Die Kalinga-Frauen kennen den Widerstand und haben Repression erlebt. In der modernen Geschichte ist die Verteidigung ihres Landes, der Ressourcen und der Kultur für sie immer ganz besonders wichtig gewesen. Die Cordillera-Region, die sehr ressourcereich ist in der Kalinga, ist immer dafür bekannt gewesen, dass sie durch fremde ausländische Investoren ausgebeutet werden sollte. Vergangene Regime haben immer die Gesetze eingesetzt, um die Implementierung einer dieser großen destruktiven Projekte befördert haben. Es waren die Menschen dort und die Frauen im Besonderen, die immer angegriffen wurden und die die kapitalistische Aggression, wie zum Beispiel den Chico-Damm in den 1970er Jahren, bekämpft haben. Als sie in unser Dorf gekommen sind und sagten, sie wollten diesen Staudamm bauen, haben wir, die Frauen, dieses Zelt aufgebaut in dem Camp. Wir haben einfach nicht mehr auf das gehört, was die nationalen Behörden gesagt haben. Denn in diesem Dorf sagen die Menschen, das ist unser Land. Und wir werden es verteidigen, bis zum Tod. Das Chevron Geothermie-Projekt, was mit Aragon Power und der Energy Corporation zusammenarbeitet, bedeutet, dass wir in der Kalinga-Region die geothermischen Ressourcen ausbeuten wollen. Dieser Eingriff in die Gegend unserer Vorgänger hat Auswirkungen natürlich auf die Communities, aber eben auch auf die Frauen und die Kinder. Die Schulen wurden in Camps umgewandelt, um solche Projekte umzusetzen. Wen beobachten die Militärs denn in unseren Gemeinschaften? Sie beobachten uns, die wir uns gegen diese großen Unternehmen stellen. Es gibt so viele Militärcamps in unserem Dorf. Die haben uns auch gezeigt, wie wir zurückschlagen, wie wir kämpfen. Das Land, das Wasser, die Wälder haben uns gezeigt, wie wir uns verteidigen. Denn das ist der Ursprung, woher wir kommen. Das ist der Ursprung unseres Lebens. Als ob diese Energieprojekte noch nicht alles wären. Die Duterte-Regierung hat ein Abkommen mit China geschlossen, über den der Chico River Irrigationspumpenprojekt aufgebaut werden sollte, was eine Schuldenfalle für das Land ist. Und die lokalen Communities dadurch ihr Wasser verlieren würden. Das heißt, trotz der Einschüchterung und der Angriffe haben die Frauen weiterhin sich mobilisiert, um gegen dieses Projekt zu kämpfen. Wir sind in die Communities gekommen und haben die Soldaten gesehen, die dort in den Häusern ihre Camps aufgeschlagen hatten. Die Community hatte eine Petition unterschrieben und wurde unterstützt von Mitgliedern der sogenannten People's Organizations, der Organisation der Menschen hier, die sich wehren. Und dann wurde diese Petition den Militärs übergeben. Es ist eine Herausforderung für uns, diesen Kampf gegen diese Projekte weiterzuführen.
Wir inspirieren uns an den Erfahrungen der alten Frauen. Und wir wollen unsere Rechte durchsetzen auf dem Land unserer Vorväter. Das Land zu verteidigen, das Leben und auch die Ressourcen zu verteidigen, das ist das Ziel. Aufruf, den Kampf weiterzuführen. Thank you. Vielen Dank. Jetzt gehen wir mal zur nächsten Folie über. Also wir haben die Comics im Jahre 2020 gezeichnet, während der Präsidentschaft von Rodrigo Duterte, von dem ihr vielleicht schon einmal gehört habt, der Despot, militärischer Despot, der für den Tod von Tausenden von PhilippinerInnen verantwortlich ist und mit der Entschuldigung einen Kampf gegen Drogen durchzuführen. Er hat auch sehr viele außergerichtliche Morde durchgeführt. Viele LandwirtInnen, auch indigene Menschen und AktivistInnen, wurden unter der Präsidentschaft von Duterte getötet, darunter auch die neuen indigenen Führungspersonen aus dem Dovagdon stammen, die von dem Militär im Jahr 2020 getötet wurde, weil sie sich gegen die militärische Präsenz und das Brechen von Menschenrechten in ihrer Region gestellt haben. Sie waren auch gegen den Bau eines riesigen Staudamms in ihrer Region, weil sie aufgrund dieses Staudamms vertrieben werden würden. Hunderte waren auch Opfer von weiteren Taten der Regierung von Duterte. Also darüber haben wir in unserem Comic geschrieben, über diesen Kampf in dieser Region. Am Anfang geht es um Mehdi Bilen, die ins Gefängnis kommt und die hat eine Protestbewegung gegen Chevron angeführt und die habt ihr auch im Film gesehen. Und der Fall von Betty zeigt, was AktivistInnen in den Philippinen, mit was sie konfrontiert werden, weil sie Ihnen wird vorgeworfen, dass sie KommunistInnen, also TerroristInnen seien. Also es werden dann Gewehre in ihren Häusern deponiert und ihnen wird dann vorgeworfen, dass sie illegal solche Waffen besitzen. Das Militär geht dann zu den Häusern, zum Beispiel nachts oder spätabends zu diesen Häusern, wenn die Gemeinde noch schläft, also die restlichen Menschen, also das ist etwas, was es auch schon früher in den 70er Jahren gab, dass das Militär eben nachts angegriffen hat oder sehr früh morgens. In den 80er Jahren wurde das Dammprojekt abgebrochen und auch das war das Ergebnis, dass viele Menschen sich zusammengetan haben und dagegen zu protestieren. Aber der Kampf der indigenen Bevölkerung in den Philippinen geht weiter, auch insbesondere unter der aktuellen Administration, weil sie aufgrund der Regierung leiden. Die Landwirtschaft oder auch landwirtschaftlich genutzte Gebiete stehen unter Druck, weil SoldatInnen oft im Namen von multinationalen Kooperationen arbeiten, weil sie dort ihre großen Anlagen bauen möchten auf diesem indigenen Land. Und jetzt wird es aber noch schlimmer, denn trotz der Beweise, dass eben Stimmen gekauft wurden und so weiter und so fort, hat Ferdinand Marcos Jr., der Sohn des früheren Diktators, der nächste Präsident der Philippinen werden sollte. Und die Tochter von Duterte wird wahrscheinlich die Wahl um die Vizepräsidentschaft gewinnen. Also die Bevölkerung in den Philippinen sind besorgt, dass eben Duterte Senior und auch der Sohn des früheren Diktators niemals zur Rechenschaft gezogen werden aufgrund der Gräueltaten, die sie gegen die Bevölkerung der Philippinen durchgeführt haben, aber auch die ganzen Ressourcen, finanziellen Ressourcen, die sie verschwendet haben, aber auch die Menschenrechtsverletzungen, die bis heute andauern. Also
der wahrscheinlich neue Präsident wird, möchte das Projekt von Duterte weiterführen, aufgrund dessen die Philippinen abhängig sind von den USA, von Europa und auch von China. Er wird das der Calibre Dam, der Gila Dam, das Chico River Projekt weitergeführt werden, sowie weitere Infrastrukturprojekte, gegen die sich die Bevölkerung wehrt. Sara Duterte, also die nächste Vizepräsidentin, wird wahrscheinlich auch die Abteilung für Bildung abschaffen. Das ist natürlich auch zu einem furchtbaren Zustand historischer Revision führen und auch Missinformation von PhilippinerInnen in der Schule. Ich habe dies gemeinsam mit meinem Partner bzw. meiner Partnerin geschrieben und wir haben versucht, eine Protagonistin zu finden, die diese Geschichte erzählen kann, aber wir konnten keine wirklich Protagonistin finden. Aber wir haben dann realisiert oder uns überlegt, warum nehmen wir nicht eine junge Aktivistin, die ja repräsentiert, was schon immer ein wichtiger Teil dieses Kampfes der philippinischen Bevölkerung ist, denn viele junge Menschen, aber insbesondere auch Frauen, junge Frauen, alte Frauen, die sind immer in diesem Kampf involviert, aber in unserer Geschichte und in unseren Geschichtsbüchern sind es nur die Männer, die dort als Helden dargestellt werden und über die wir lernen. Also Shera ist unsere Protagonistin und die basiert auf Shirin, die ihr vorhin in dem Film gesehen habt. Sie ist die Generalsekretärin der indigenen Frauengruppen, mit der wir für diese Comics gesprochen haben. Und das zeigt, dass die philippinische Bevölkerung sich weiter mobilisiert für revolutionäre Veränderungen. Also wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, oder ihr könnt sehen, dass es eben die jungen PhilippinerInnen hier wirklich sehr stark in der Protestbewegung gegen diese Wahlergebnisse involviert waren. Wir sind sehr stolz, dass wir an diesem wichtigen Projekt der Mobilisierung und auch an der Dokumentation der Geschichte teilnehmen durften und daran beteiligt waren. Wir sind froh, dass es auch in vielen Sprachen verfügbar ist, denn wenn wir in den Philippinen zum Beispiel verbannt werden würden, dort werden zum Beispiel werden einigen Verlagshäusern, einigen Verlagen Publikationsverbote auferlegt. Also wir sind natürlich sehr froh, dass dies auch in anderen Ländern veröffentlicht werden kann. Also wir möchten, dass die internationale Gemeinschaft der philippinischen Bevölkerung hilft, sich gegen diese Diktatur aufzulehnen. Eine der Lektionen, die wir von diesen Comics lernen können, ist, dass wir dank der internationalen Gemeinschaft geschafft haben, auch die unseren Großeltern dabei geholfen haben, sich gegen diesen Staudamm in den 60er, 70er, 80er Jahren zu wehren. Vielen Dank. Hallo, ich bin Nina Martinez. Ich war die Illustratorin dieses Comics. Ich werde nun sehr kurz über den Entstehungsprozess dieses Comics sprechen. Also das waren einige der ersten Skizzen, die ich gemacht habe, als Faye mich darum gebeten hat, diese Geschichte zu illustrieren. Es gibt sehr viele schriftliche Aufzeichnungen, aber sehr wenige fotografische Anhaltspunkte. Es gab kaum Fotos von Mutter Letizia in ihrer Jugend, nur aktuelle Fotos. Deswegen musste ich ein bisschen raten, wie ich sie zeichnen würde. Es gab sehr viele Charaktere oder Personen, die daran beteiligt waren, von denen es gar keine Fotos gab oder die schon von anderen Personen illustriert worden waren. Also eines der Probleme, mit denen ich konfrontiert war, war, wie viel ich davon selber designen und illustrieren. Was kann ich erraten von den Fotos, die wir haben oder den Fotos oder Videos, die man uns per Internet schicken konnte, weil wir aufgrund der Pandemie leider nicht reisen konnten. Die Frage war natürlich, ist Illustration schon eine Art der Fiktionalisierung? Und ich bin sehr froh, dass Faye eine so tolle Autorin ist und auch eine so
Und dass Mutter Letizia eine so große Inspirationsquelle war. Deswegen war ich eine Künstlerin in diesem Kollaborationsprojekt und war sehr optimistisch. Eine der wenigen Feedbacks, die Mutter Letizia mir gegeben hat, war, dass ich ihre Augen zu klein gezeichnet hatte. Und das war gut trotzdem, also es war gut, dieses Feedback zu erhalten. Ich habe Pinsel und Tinte benutzt in dem Projekt, aber später wurde es dann natürlich digital verbreitet bzw. digital gedruckt. Und es war trotzdem für mich wichtig, ein Medium zu verwenden, was dazu geführt hat, dass ich mich mehr verbunden mit dem Projekt gefühlt habe. Denn Tinte ist natürlich auch flüssig wie das Wasser, was so wichtig in dieser Geschichte ist. Ich wollte diese Verbindung, diese Beziehung fühlen, auch wenn das vielleicht für die Person, die diesen Comic liest, nicht ganz so offensichtlich ist. Aber ich habe gefühlt oder hatte den Eindruck, dass das meine Arbeit verbessert hat. Ich habe dann Teile der Geschichte illustriert, habe dann versucht herauszufinden, was denn besonders wichtig war. Ich habe versucht, die Fotos zu benutzen, die wir eben zur Verfügung hatten. Das Video, was ihr gesehen habt, das habe ich auch als Referenz genutzt und auch die Fotos, die uns von unseren Kontakten zugeschickt wurden. Das war auch eine gute Möglichkeit, diese Geschichte noch einmal zu überarbeiten, denn die Protagonistinnen der Geschichte haben mir auch gesagt, was für sie besonders an dieser Geschichte wichtig war. Deswegen waren sie in der Lage, auch ihre eigene Stimme in diese Geschichte einfließen zu lassen, auch wenn wir im Prinzip das in einen Comic verwendet haben. Also ich habe erst mit Thumbnails gearbeitet und dann habe ich es gezeichnet, dann habe ich es gedruckt und bin dann mit der Tinte eben drüber gegangen. Es ist natürlich oft schwierig, mit Personen darüber zu sprechen, die selber nicht mit diesem Medium arbeiten. Denn man hat mich dann gefragt, warum habe ich das noch einmal selbst nachgezeichnet, auch wenn ich es ja schon digital in digitaler Form hatte. Und ich habe dann als Scherz gesagt, naja, ich habe die Materialien gekauft, deswegen möchte ich das auch verwenden. Aber die Wahrheit ist, dass ich mich wirklich mehr verbunden mit dieser Geschichte gefühlt habe. Dadurch, dass ich Tinte benutzt habe, dass es hier auch ein Element der Zufälligkeit gibt, aber auch der Natürlichkeit, die auch in dieser Geschichte so wichtig ist. Deswegen freue ich mich, dass ich das heute euch zeigen kann und dass diese Geschichte nun auch in verschiedenen Sprachen verfügbar ist. Und ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, euch diese Geschichte zu erzählen in einer Zeit, in der die Medien weiter und zunehmend unterdrückt werden. Also vielen Dank und ich hoffe, dass euch unser Comic gefällt. Faye und Nina, vielen herzlichen Dank, dass ihr diese tolle Geschichte mit uns geteilt habt und dass ihr uns daran erinnert habt, dass wir alle dafür verantwortlich sind, aktiv und tätig zu werden. Nun machen wir mit der nächsten Geschichte weiter aus Mexiko. Morgennebel heißt diese Geschichte und die wurde erstellt von Alejandra Retana Betancourt, eine mexikanische Autorin, die in Milpa Alta, Mexiko-Stadt, lebt und Pepe Retana Betancourt, eine mexikanische visuelle Künstlerin, die auch in Milpa Alta, Mexiko-Stadt, lebt. Ja, hallo und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir bei diesem Festival dabei sein können. Das ist eine wunderbare Erfahrung und dass wir natürlich auch mit unserem Comic bei diesem sehr wichtigen Projekt teilnehmen konnten und dass wir eben jetzt auch diese wichtigen Gespräche über Feminismus mit euch führen können. Wir wollten etwas erzählen über unseres Pueblos. Es ist ein spanisches Wort, Pueblo. Es bedeutet eine kleine Stadt, aber es bedeutet auch Menschen. Und ich möchte dieses Wort weiterhin nutzen, auch im Englischen, weil es doch ein sehr komplexes Konzept ist, was sich dahinter verbirgt. Es bezieht sich auf sowohl die Menschen, aber auch der Boden, auf dem sie leben. Zunächst möchten wir eine Animation zeigen, die Pepe für Sie vorbereitet hat. Es basiert auf unserem Comic und Sie werden sehen, dass es im Wesentlichen die Bilder sind, die animiert worden sind. Sehr einfach gestaltet, aber doch sehr schön und das hilft vielleicht ein bisschen, einige Aspekte unserer Geschichte besser zu verstehen. Und ich muss noch etwas zuvor sagen. Es wird gesprochen in unserer Muttersprache. Das ist eine indigene Sprache,
und sie wird in Mexiko gesprochen. Die Variante, die in dieser Gegend, wo die Geschichte spielt, gesprochen wurde, ist fast verloren und dank unseres Übersetzers möglich gewesen, dieses wieder zu beleben. Er ist Mitglied einer Studentengruppe, die uns geholfen hat, diese Übersetzung zu erstellen. Und ich bin sehr glücklich, dass Sie alle jetzt die Möglichkeit haben werden, diese Sprache einfach noch einmal zu hören. Und ich kann das jetzt hier selbst in Gang setzen, glaube ich. Vielen Dank. Morgennebel. Diese hier, Mama? Ja, danach habe ich gesucht. Erinnerst du dich, wie der Name ist? Itzhak Gottsli. Und dieser? Hast du es vergessen? Es ist Xolotl. Und dieser? Pitsanokastli. Und diese Blume? Und diese gelben Blumen kommen aus Zompotoni. Und warum heißen sie so? Das sind Nahuatl-Wörter. So haben die Großeltern sie genannt. Was war das? Ein Jaguar? Nein, nein. Eine Wildkatze, vielleicht. Wir sollten besser gehen. Hab keine Angst. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit, Huayatlalouli, er war der Herrscher der Momoxkas. Er hat unser Land gegen die Spanier verteidigt. Er ist aber dann gestorben, ohne dass seine Hoffnung Wirklichkeit wurde. Und er hatte gehofft, dass wir ohne Furcht leben könnten, unsere Häuser zu verlieren. Aber kurz darauf hat der Gesandte des spanischen Königs anerkannt, dass dies unser Land war. Unsere Großeltern haben dieses Land für uns zurückgewonnen. Das war ein Geschenk, ein sehr, sehr altes Geschenk. Man hat immer versucht, dieses Geschenk uns wegzunehmen, dieses Land. Und ich war noch nicht einmal geboren, als die Revolution in unsere Pueblos kam. Zapata kam, er sprach Nahuatl und hat die Großeltern gebeten, mit ihm zu kämpfen. Um das Land zu verteidigen. Aber die Regierung hat sie umgebracht und hat sie aus dem Pueblo vertrieben. Erst viele Jahre später konnten die Menschen zurückkehren. Ich war jünger als du,
als wir endlich nach Milpa Alta zurückkamen. Für meine Eltern war es, als ob sie ins Paradies zurückkehrten. Sie hatten ihre Heimat so sehr vermisst. Schau all die schönen Dinge an, die der Wald uns zur Verfügung stellt. Hab niemals Angst, denn dieses Land ist dein Zuhause. Und ich werde dich immer beschützen. Wie wir bereits gesagt haben, wir leben in Milpa Alta. Das kann man auf der Karte sehr einfach finden. Es liegt südöstlich von Mexiko-Stadt und ist einer der letzten indigenen Pueblos, also indigenen kleinen Orte, Dörfer, die innerhalb der Hauptstadt existieren. Und einer der letzten Orte, wo Nahuatl auch als Muttersprache gesprochen wird von den BewohnerInnen. Ihr habt auch gesehen, dass es hier einen Mythos gibt in dieser Gemeinde, um unsere Verbindung oder Beziehung zu dem Land, auf dem wir leben. Und bei dieser Legende geht es darum, dass wir eben auf dem Land unserer Ahnen leben. Und das hat natürlich auch, war immer wichtig in der ganzen Zeit, in den 500 Jahren, in denen wir dort gelebt haben. Sabata, habt ihr gesehen, war auch dort. Sabata, ich bin mir sicher, dass viele von euch von ihm gehört haben, weil er natürlich sehr berühmt ist, nicht nur in Mexiko. Er war einer der wichtigsten Aktivisten in der mexikanischen Revolution, weil er andere Farmer dazu ermutigt hat, für ihr Land zu kämpfen. Er war in Milpa Alta und ist dort eine ikonische Figur für die indigenen Bewegung. Nicht nur für uns in Milpa Alta, sondern auch für viele andere indigenen Communities in Mexiko. Also er ist immer noch sehr bekannt, aber es gibt auch noch andere Figuren, die man kennen sollte in den verschiedenen Gemeinden. In unserem Fall war das Doña Herminia. Das ist Doña Herminia. Das ist einige der wenigen Fotos, die wir von ihr haben. Nur einen kurzen Augenblick, bitte. Wie ich bereits gesagt habe, wir leben seit mehr als 500 Jahren dort auf diesem Land und in dieser Zeit gab es sehr viele oder mehrere Versuche, das Land uns wegzunehmen. Verschiedene Regierungen und verschiedene Privatunternehmen haben dies versucht. Unter der Kolonialherrschaft, aber auch in jüngster Vergangenheit. Eines der jüngsten Beispiele ist das Beispiel der Comunero-Bewegung. Comunero bedeutet oder bezeichnet eine Person, die Teil einer Gemeinde ist. Eine Person, die in Milpa Alta lebt und dort auch ein Recht auf das Land hat, weil es gibt dort keinen öffentlichen oder Privatbesitz dieses Landes, sondern es ist eine sehr spezielle Art des Eigentums. Man kann es
vielleicht als Gemeindeeigentum bezeichnen. Also ein Comunero ist eine Person, die Teil einer Gemeinde ist und eben ein Recht auf dieses Gemeindeland hat. Und in den 70er und 80er Jahren hat ein Holzunternehmen illegal den Wald in Mittelalter geschlagen, weil die Mehrheit dieses Landes besteht aus Wald und Vulkanen, die wichtige Dienstleistungen für Mexiko-Stadt und auch andere Teile des Landes bereitstellen. Also die Gemeinde hat sich dann mobilisiert, um gegen dieses Unternehmen zu kämpfen, weil sie herausgefunden haben, dass die lokale Regierung auch daran beteiligt war, aufgrund von Korruption. Und sie haben auch herausgefunden, dass der Gemeindevertreter auch daran beteiligt war. Deswegen haben sie sich organisiert, um sich gegen diese Situation zu wehren. Es gab sehr viele Frauen und Männer, junge Menschen und ältere Menschen. Fast das gesamte Pueblo, fast die gesamte Gemeinschaft hat sich dagegen gewehrt. Ihr könnt hier die Fotos gesehen. Pepe hat mir gesagt, es war sehr schwierig, so viele Menschen in ihren Bildern zu zeichnen. Aber ihr könnt sehen, wie viele Menschen hier daran teilgenommen haben, an diesen Protesten. Aber die meisten davon waren Männer, weil es in vielen indigenen Gemeinschaften in Mexiko so ist, dass sie sehr traditionell sind, um das jetzt einmal harmlos auszudrücken. Also sie sind sehr traditionell und Frauen nehmen dort normalerweise nicht an solchen öffentlichen Protesten teil. Aber Doña Arminia war eine der wenigen Frauen, die eine unglaublich wichtige Rolle in dieser Protestbewegung hatten. Und sie war die Einzige, die als Gemeindevertreterin für ihr Pueblo gewählt wurde. Aber hier muss ich kurz etwas erwähnen. Milpa Alta besteht aus 9 Pueblos. Und jedes Pueblo hat einen Gemeindevertreter bzw. eine Gemeindevertreterin. Und dann gibt es auch noch weitere VertreterInnen, also einen allgemeinen Vertreter bzw. eine allgemeine Vertreterin. Und Doña Herminia war eben Gemeindevertreterin von Salo San Bacuyutan, also von den Bewohnern ihres Pueblos, von dieser Gemeinschaft. Und sie war sehr beliebt. Sie war sehr beliebt bei der Bevölkerung von San Lorenzo Tlacoyucan. Und ich glaube, der Prozess war sehr ähnlich wie bei den anderen Projekten, denn aufgrund der Pandemie war es ein bisschen schwierig, zu Archiven oder in Archive zu gehen, um nach Fotos zu schauen oder Dokumenten, die uns helfen konnten, diese Geschichte zu erzählen. Deswegen haben wir vor Ort sehr viel nachforschen müssen. Und das war ganz wunderbar, weil so waren wir in der Lage, die Gemeinde an diesem Comic teilhaben zu lassen. Wir müssen auch anerkennen, dass andere Menschen eine ähnliche Arbeit gemacht haben, genau im Vergleich zu der, die wir tun wollten. Und wir nun haben Interviews geführt mit einigen lokalen Personen, die eben die Fotos hatten, die versucht haben, diese Geschichte zu dokumentieren und die 40 Jahre lang die 40 Jahre lang diese Fotos aufbewahrt haben. Und es war ihr eigenes persönliches Archiv und sie haben diese Fotos und diese Zeitungsausschnitte mit uns geteilt, damit wir diese Geschichte erzählen können. Doña Arminia und ihr Sohn sind vor 15 Jahren gestorben. Deswegen hatten wir leider nicht die Möglichkeit, sie zu interviewen oder ihre Nachkommen zu interviewen, weil sie leider nicht mehr leben. Aber wir hatten das Glück, Menschen zu treffen, die sie selbst getroffen hatten. Es war auch wichtig, uns mit dem Kunstschaffungsprozess in indigenen Gemeinden zu befassen. Wie können wir diese Geschichte erzählen, ohne
ohne rassistische Stereotypen zu reproduzieren in Bezug auf die indigene Bevölkerung. Pepe, möchtest du das vielleicht auf Spanisch erklären und ich kann das dann übersetzen? Es ist sehr wichtig, dass wenn man an einem solchen Projekt arbeitet, dass man dann die Seele, den Geist der Geschichte findet, damit man den Stil definieren kann und dann die Identität des Projekts finden kann. Wir haben Fotos gesammelt und verschiedene Bilder, die unsere NachbarInnen uns geliehen haben. Ich habe dann Skizzen von Gesichtern angefertigt, weil es für mich sehr wichtig ist, darauf zu achten, wie Menschen indigene Menschen darstellen, weil in den mexikanischen Medien gibt es viele Stereotypen. Indigene Menschen sind dort unterrepräsentiert. Und der Wald, wir waren auch im Wald und haben das den auch natürlich gezeichnet. Deswegen war es sehr wichtig, dass wir den Wald näher kennenlernen. Aber nicht nur den Wald, sondern den ganzen Kontext. Deswegen waren wir dort mehrmals. Und wir haben hier verschiedene Skizzen des Waldes, die ich angefertigt habe. Und diese Skizzen haben mir geholfen, der Wald ist natürlich sehr schwierig zu zeichnen, weil es so viele verschiedene Elemente gibt. Nur ein Baum hat hunderte, tausende von Blättern. Also Pepe hat versucht, das Ganze zusammenzufassen, zu synthetisieren, einen einfachen Stil zu finden für all diese Elemente, weil wir natürlich sehr viele Bäume in dem Comic zeichnen mussten. Und der Baum unten ist nicht Teil unseres Comics, sondern Teil unseres Forschungsberichts, aber er hat auch Elemente von ganz alten Comics. Und das, was wie Fußabdrücke aussieht, das ist ein Element, was sehr oft in prähispanischen Comics oder Zeichnungen vorkommt. Das war auch Teil von Pepes Nachforschungen, denn sie wollte herausfinden, wie man diese Geschichte am besten zeichnet. Denn selbst wenn wir einen westlichen Zeichnungsstil nutzen, also den Comic-Style, wollten wir trotzdem einige Elemente unserer eigenen grafischen Tradition hinzufügen. Und ich glaube, deswegen war es so wichtig, Amruta Bartil zu treffen, denn sie war unsere Mentorin in diesem Projekt. Sie hat uns eingeladen, diese Übungen zu machen, um unsere eigene grafische Tradition besser kennenzulernen. Auch selbst wenn wir westliche Kunst machen, können wir trotzdem diese Elemente auch integrieren. Und das ist wichtig, auch unsere Identität zu vermitteln. Das sind noch weitere Bilder von sehr alten Dokumenten. Nun, normalerweise, wenn wir über indigene Zeichnungen sprechen, dann denken wir, dass es nur prähispanisch ist. Aber alle unsere Traditionen entwickeln sich ständig weiter. Und viele dieser Elemente sind nicht nur prähispanische Zeichnungen, sondern einige davon wurden auch unter der Kolonialherrschaft oder in jüngster Zeit entwickelt. Diese Symbole, die hier sehen, einige davon wurden in jüngerer Vergangenheit von Menschen in unseren Pueblos entwickelt. Also auch selbst wenn wir jetzt nicht immer
nur prähispanische Symbole benutzen, haben, also einige haben moderne Elemente oder Komponenten. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diese Unterhaltung führen als indigene KünstlerInnen. Die Unterhaltung darüber oder eine Debatte darüber, was unsere eigenen Traditionen sind und dass auch unsere Kunst nicht nur, unsere traditionelle Kunst nicht nur vor der Kolonialherrschaft entstanden ist. Wir müssen anderen Menschen erklären, dass wir in all diesen verschiedenen 500 Jahren Kunst gefertigt haben und das ist natürlich nicht immer gleich geblieben. Wir haben auch unsere Art der Kommunikation oder der Vermittlung unserer Geschichten weiterentwickelt. Ich freue mich so über dieses Projekt. Wir möchten auch Workshops in unseren Gemeinden anbieten, damit mehr Menschen diese Geschichte kennenlernen, weil wir denken, dass das Gedächtnis und Erinnerungen unglaublich wichtig sind, um diesen Kampf weiter am Leben zu erhalten. Um diesen Kampf am Leben zu erhalten, muss man die Bedeutung des Ortes kennen, an dem man sich befindet. Man muss wissen, wer man ist, damit man sich auch gegenüber anderen definieren kann. Und ich glaube, dass eine der wichtigsten Dinge ist, die wir mit diesem Projekt machen müssen, ist es, einen Raum zu schaffen für unsere Gemeinschaft, über diese Sprachen, über diese Herausforderungen zu sprechen, damit Kinder den älteren Gemeindemitgliedern zuhören können, den älteren Gemeindemitgliedern, die noch am Leben sind und die auch diese Geschichte vielleicht persönlich miterlebt haben, damit diese Erinnerungen geteilt werden können. Weil ich der Ansicht bin, und das wissen Sie ja, wisst ihr ja sicher alle, dass viele der Probleme, über die wir hier sprechen, aktuell auch immer noch brandaktuell sind. Also das Land der Comuneros ist immer noch in einem großen Risiko ausgesetzt. Obwohl es ja auch schon viele Erfolge gab, müssen wir trotzdem immer noch Widerstand leisten gegen illegale Besitznahme von Land und auch gegen die Regierung in Mexiko-Stadt, die dieses Land für sich beanspruchen möchte. Also ich bin sehr froh, dass und freue und hoffe, dass wir mit diesen Materialien etwas für unsere Gemeinden tun können, dass diese Geschichte weitergegeben werden kann an andere Menschen und dass es auf dieser dass es so möglich ist, dass Milpa Alta noch viele, viele Jahre weiter existieren kann. Vielen herzlichen Dank, Alejandra und Pepe. Vielen Dank, dass ihr uns über die Kraft und die Macht von Art und die Entwicklung der indigenen Kunst erzählt habt, denn ich denke, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank für eure tollen Präsentationen. Ich kann gar nicht fassen, dass ihr diese ganzen Filme und Animationen erstellt habt. Und ich habe so viel gelernt von diesem Projekt und ich fühle mich so geehrt, ein Teil davon zu sein und hier zu sein mit euch und diese Erfahrung mitzuteilen. Wir haben ganz, ganz viele Fragen, aber wir haben nun leider kaum noch Zeit. Deswegen glaube ich, dass wir nun die Runde für das Publikum öffnen. Also wenn ihr Fragen habt, aber wir haben auch Fragen vorbereitet. Also wenn ihr ein bisschen schüchtern seid, dann könnt ihr auch einfach erst warten und dann fange ich mit meiner ersten Frage an. Und zu dieser Frage wurde ich von Urvashi inspiriert, weil Urvashi hat gesagt, was ist denn mit der Verantwortung in Bezug darauf, diese Geschichten zu erzählen? Führt ihr diese Verantwortung, wie Urvashi gesagt hat? Wenn wir diese Geschichte nicht erzählen, dann wird niemand diese Geschichte erzählen. War das auch eine Motivation, die immer im Hintergrund für euch da war? Ja, natürlich. Und einer der Punkte ist, und darüber haben wir ja schon gesprochen, dass wir immer wieder daran denken und dass wir uns immer wieder Fragen stellen, wie wir Menschen dazu bringen können, auch diese Comics zu schreiben. Eins der Hauptkriterien war, dass dieser gesamte Prozess eben als
feministischer Ansatz geführt würde und partizipatorisch sein soll. Das heißt, es ging nicht nur darum, dass man das in der nationalen Presse anerkennt. Das war gar nicht so der Fall, aber es war wirklich eine Bewegung, die wir dort unterstützen wollen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit Verantwortung umgehen und mit der Rechenschaftspflicht ist, dass es immer vor Ort eine Verhandlung war. Warum stellen wir diese Comics zusammen und wie teilen wir sie mit denen dort vor Ort? Und für uns war eben wichtig, dass unsere Protagonistin Teil des gesamten Prozesses war, während der gesamten Erstellung dieses Comics. Ich glaube, dass wir auch herausgefunden haben, dass diese Geschichte schon erzählt wurde von unseren Chronisten. Das waren dann mündliche Erzählungen. Und wir fühlen uns verantwortlich als Künstlerinnen. Denn Kunst kann etwas anderes erreichen als die mündliche Erzählweise. Das war eben die Frage, warum erzählen wir diese Geschichte, wenn es doch so viele Fassungen dieser Geschichte schon gibt in der mündlichen Überlieferung. Und der Grund ist, dass die Kunst und natürlich auch die Fiktion dahinter, ein Teil ist ja Fiktion, kann so stark sein. Und kann so vieles auch anders darstellen und berichten. Und wir nehmen diese Verantwortung als Künstlerinnen auf uns. Und wir sind eben nicht Historiker und es ist kein historisches Dokument, sondern wir richten uns an den menschlichsten Teil der Geschichte. Und manchmal ist das etwas, das eben verloren geht in anderen Arten von Dokumenten. Ich glaube, das war die Hauptmotivation. Oder die Hauptverantwortung, die wir gespürt haben, diesen Teil der Geschichte lebendig zu erhalten und weiterzugeben. Es ist nicht so, dass es einfach läuft. Und wir sagen auch nicht, dass es unsere Geschichte ist. Das ist die Geschichte der Frauen im Norden der Philippinen. Deren Geschichte ist es. Und die Situation ist so, dass sie ihre Geschichte auch erzählen sollen. Und das ist jetzt eben so gewesen, dass wir diesen Prozess initiiert haben. Und wir sind diejenigen, die die Möglichkeiten haben und können die Geschichte auf diese besondere Art und Weise erzählen. Mit Comics, mit der Übersetzung in die verschiedenen Sprachen. Und ich glaube, es war sehr wichtig, und das war uns auch von Anfang an klar, dass es nicht um uns geht, sondern dass es die Geschichte dieser Frauen ist. Und wir wollten immer sicherstellen, dass wir uns mit ihnen austauschen und sicherstellen, dass wir mit diesen indigenen Frauengruppen uns absprechen, mit der gesamten Gruppe, nicht nur mit einzelnen Individuen, denn sie existieren als Kollektiv und wir haben ebenfalls als Kollektiv gearbeitet. Das heißt, wir wollten sicher sein, dass wir uns immer mit ihnen ausgetauscht haben und die Geschichte immer über ihre Stimme sozusagen erzählt haben. Und alle Aspekte der Geschichte sind eben die Aspekte dieser Frauen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, ich sehe schon jemanden, der sich zu Wort meldet. Wir brauchen aber ein Mikrofon. Vielen Dank an euch alle, dass ihr über das Projekt berichtet habt. Am Anfang wurde gesagt, dass es manchmal schon Zusammenkünfte gab, bevor überhaupt dieser Schreibprozess gestartet hat. Wie wart ihr da beteiligt? Also es gab ja schon Treffen Jahre vorher. Was war der interessante Punkt nach diesen Treffen und was konntet ihr aus diesen Treffen wieder mit zurücknehmen in eure Communities? Na, ich glaube, das muss ich klarstellen. Das war eine andere Gruppe. Ich wollte einfach nur sagen, dass es eine kontinuierliche Verfolgung dieser Ideen gibt und dass wir eben festgestellt haben, dass die Archive fehlen für die Bewegungen der Feministinnen aus dem globalen Süden und dass das von verschiedenen Aktivistinnen immer wieder geäußert und gefühlt wurde. Und diese Teilnehmerinnen aus dieser Gruppe waren eben auch nicht Teil der anderen Gruppe, aber sie kennen sich, sie haben sich schon bei anderen Gelegenheiten getroffen und sind Teil dieser feministischen Gruppen von Aktivistinnen.
Aber ich interessiere mich eben für diese feministischen Aktivistinnen, wie sie zusammenkommen und was sie eben daraus ziehen, wenn sie sich treffen. Was können sie daraus auch zurücknehmen in ihre Gemeinschaften? Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich auf die Frage antworte, aber ich würde gern etwas hinzufügen, was für uns sehr wichtig war. Und das ist, dass uns klar geworden ist, dass viele indigene Gemeinschaften weltweit ähnliche Probleme haben. Und das ist sehr inspirierend, einfach zu sehen, dass es andere Gemeinschaften gibt, die eben versuchen, sich dieser Situation zu widersetzen, in der sie ausgesetzt sind. Und es ist auch wichtig, andere Künstlerinnen zu sehen oder Künstler, die eben auch darum kämpfen, diese Geschichten zu porträtieren. Das ist nicht immer nur die Diskussion, wie man Gewalt darstellt, wie man die menschlichen Aspekte einer sehr grausamen Situation darstellt. Denn ich glaube, es ist das, was die Comics alle geschafft haben, eine wunderbare Arbeit, das Licht zu zeigen, das Licht, das Menschen immer haben. Menschen haben dieses Licht in sich, egal in welcher Situation sie leben. Und ich glaube, das ist vielleicht der wichtigste Lerneffekt, die wichtigste Lernerfahrung nach diesem Projekt, dass wir nicht allein stehen, dass wir nicht alleine sind mit unseren Problemen. Wir haben alle sehr ähnliche Situationen, denen wir begegnen müssen. Und der Weg ist grausam. Und es ist die einzige Art, wie wir überleben können, indem wir die Dinge darstellen, die eben passieren. Und alles, was ich gerade eben gesagt habe. Und das ist wunderbar, dass wir diese Möglichkeit, diese Ausdrucksform haben. Es ist nicht etwas, was sich verändert hat, wie wir arbeiten, sondern in der Art und Weise, wie wir leben und in der Art und Weise, wie wir Mensch sein möchten. Und ich denke, es ist gut, das zu wissen, eine gute Lektion, dass wir das eben auch mit unseren Gemeinschaften teilen. Das sind die Dinge, die wir eben auch mit anderen KünstlerInnen und anderen Gemeinschaften diskutieren, wenn es darum geht, dieses Projekt weiterzutragen in den verschiedenen Gemeinschaften. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort auf die Frage war. Ich würde gerne etwas hinzufügen. Wir haben uns erst nur auf Zoom treffen können, haben unsere Geschichten ausgetauscht, bevor wir dann gearbeitet haben. Und das Gemeinsame war, dass für viele unserer Protagonistinnen das Wort Feminismus nicht das erste Wort ist, wie sie sich oder ihre Geschichte beschreiben würden. Denn ein Punkt, der wir schon angesprochen haben, wir sind ja im globalen Süden und das ist so selten gerecht als Frau und Problem von Frauen. Und mit dem im Hinterkopf waren wir uns einig, dass was diese Menschen gemacht haben, ist den Frauen in der Gemeinschaft zu helfen. Und wir mussten uns motivieren, mussten uns bei der Illustration und dem Schreiben der Geschichte helfen. Das habe ich eben auch von anderen Mitgliedern aus dem globalen Süden gehört, dass es immer noch den Kampf gibt. Aber es gibt jetzt die Möglichkeiten, das mit anderen zu diskutieren. Noch ein kleines bisschen an Informationen. Wie sind wir zusammengekommen? Wir haben uns ja immer mit unseren Ideen ausgetauscht. Und ich erinnere mich, dass wir einen ersten Workshop hatten. Und da haben wir versucht, ein Team zusammenzustellen, haben die Ästhetik versucht zu erarbeiten. Wir hatten keinen spezifischen Stil oder bevorzugte Farben. Und dann kam der Vorschlag auf, dass wir vielleicht die Motive auf eine bestimmte Art darstellen und so. Das ist doch ein sehr greifbarer Input, den wir gehabt haben und der uns natürlich auch beim Erstellen dieses Comics geholfen hat. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Präsentation. Es ist so inspirierend zu sehen, dass es nicht nur ein Stück geschriebener Kultur ist. Das Geschriebene ist eine Reflexion des politischen Engagements, des politischen Beteiligtseins. Ich habe eine Frage. Gestern haben wir sehr viel Referenz gehabt und Diskussion zu den Unterschieden zwischen den Generationen der verschiedenen feministischen Bewegungen, die Unterschiede zwischen der älteren Generation und der jüngeren Generation. Sie sind alle jung, ihr seid jung
Und einer der Vorwürfe ist immer, dass jüngere Feministinnen nicht mehr das Gefühl für ihre Geschichte oder für Geschichte überhaupt haben. Und trotzdem sind die Bewegungen, über die ihr sprecht, immer noch Bewegungen, die dieses Engagement zeigen. Nina, ihr habt gesprochen von jüngeren Menschen. Und ich frage mich, ob ihr das vielleicht einmal durchdenken möchtet oder Gedanken dazu haben. Ist es wahr, dass die jüngeren Feministinnen keinen Sinn für die Geschichte haben oder auch nicht diese Geschichte wie hungrige Menschen aufsaugen müssen? Oder ist es vielleicht ein ganz anderer Ansatz? Was würdet ihr dazu sagen? Ich glaube, junge Feministinnen sind schon hungrig auf Geschichte. Das würde ich ganz bestimmt unterstreichen wollen. Und dieses Buch ist doch sehr erfolgreich. Und es ist erfolgreich, weil es sehr viele Menschen anspricht und sie berührt. Die möchten brillant sein, die möchten vielleicht auch bei der nächsten Sammlung mit dabei sein. Und es ist aber schon so, dass leider die Mächtigen immer noch kontrollieren, wie die Geschichte erzählt wird. Das ist eine Geschichte, die von Männern dominiert wird. Selbst bei den Indigenen wird die Geschichte von Männern dominiert. Wenn wir über diesen Staudamm sprechen, den Chikoro-Staudamm, der Kampf um diesen Staudamm. Der erste Name ist Mekindulland, der getötet wurde im Das war 1980 im Kampf gegen dieses Projekt in seiner Oppositionsrolle. Und ich persönlich wusste nicht, wie weit wirklich Frauen in diesen Kampf eingebunden waren. Das war ein Augenöffner für mich. Das hat mir die Augen geöffnet für die Einbeziehung von Frauen. Und das hat auch noch einmal erneut bestätigt, was ich immer wieder gesehen habe, zum Beispiel in meiner Arbeit, wenn ich mit Frauen auf dem Land zusammenarbeite, in den verschiedenen Communities. Ich sehe ganz, ganz starke Frauen und auch Führungspersönlichkeiten, die ihre Arbeit machen, sich gegen ihre Männer durchsetzen. Sie sind Mütter für ihre Kinder. Sie kümmern sich natürlich auch um den Haushalt und um ihr Zuhause. Und gleichzeitig verteidigen sie noch ihr Land gegen diese Landnahme, dieses Landgrabbing. Das sind sehr, sehr starke Frauenpersönlichkeiten. Und die Geschichte insgesamt wird kontrolliert von der gegenwärtigen Regierung auf den Philippinen beispielsweise. Da gibt es auch schwarze Listen von Herausgebern und Herausgeberinnen, wo Sachen nicht veröffentlicht werden dürfen und so weiter. Also die Regierung versucht wirklich, die Geschichte zu kontrollieren. Und trotzdem ist da dieser Hunger unter jungen Feministinnen, dieses zu überwinden und die Wahrheit selbst zu finden und aufbauend auf dieser Wahrheit die Geschichte zu erzählen. Das ist eben gut, dass die Frauen, die Führungsfrauen, die Aktivistinnen, und wie Nina es schon gesagt hat, sie sind miteinander verbunden und auch mit anderen Themen verbunden, wo sie natürlich in ihrer Klasse einbezogen sind, wo der Industriesektor eingebunden ist. Es geht nicht immer nur um Frauenproblematiken unter diesen Aktivistinnen. Ich möchte eigentlich gar nicht so sehr das Wort Feministin benutzen, obwohl ich Feministin bin, aber ich versuche es immer ein bisschen zu vermeiden. Ich habe etwas hinzuzufügen. Der Sinn junger Feministinnen nicht so sehr, sich für Geschichte zu interessieren. Ich glaube, sie mussten erst mal verstehen, dass sie sich Feministin nennen können wegen des Internets. Ich bin aufgewachsen und habe die Ungleichheit gesehen, Ungerechtigkeit. Und ich konnte mit meinem Vater nicht sprechen. Oder man erwartet von mir, dass ich heiraten sollte, Kinder haben sollte. Man erwartet von Frauen, dass sie sich auf eine bestimmte Art verhalten oder eben nicht verhalten. Oder zum Beispiel zu verhindern, dass man sexuellen Übergriffen ausgesetzt ist. Und dann habe ich eben Internet kennengelernt und genutzt. Und da gibt es ein Wort für diese Art von Diskussionen, die man hat. Und das Problem mit dem Internet ist, was
auch die sozialen Medien angehen, dass sie den Frauen nicht so sehr zeigen, wie intersektional die Dinge sind, dass es auf die Klasse, auf die Rasse, auf die Tatsache, dass man indigen ist und der Umwelt ankommt. Und es, sobald die Ausbildung oder die Bildung insgesamt besser ist, dann können diese jungen Feministinnen eben auch erkennen, dass Frauen von allem berührt sind, nicht nur vom sozialen Druck. Der soziale Druck kommt von überall her. Und deswegen schätze ich es, dass dieses Buch uns die Möglichkeit gegeben hat, verschiedene Themen aufzugreifen und anzusprechen. Denn die sind natürlich ganz direkt mit der Erfahrung von Frauen verbunden. Ja, vielen herzlichen Dank an euch alle. Leider ist die Zeit schon um, aber ich glaube, das waren wirklich wunderbare Schlussworte. Und das Buch ist eine Art Dokument des intergenerationellen feministischen Dialogs. Es gibt so viele Dinge, die man aus dem Buch lernen kann, die man dort sehen kann, dass ich glaube, dass es ein wirklicher Schatz ist. Und ich hoffe, dass ihr alle am Buchstand dieses Buch kauft. Und wir sind natürlich noch weiter auf dem Festival. Wer uns noch Fragen stellen möchte, darf das gerne tun. Und ihr könnt dann vielleicht das Buch auch signieren lassen. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben auf der Bühne und im Publikum.